Hallöchen zusammen, ja, zur nächsten Mutter-vor-Schmott-Vorstellung kam gerade ganz frisch raus. Hier stand ich ja auf dem Kanal zur Vorstellung, durch Zufall gerade gesehen. Dachte ich mir, den nehme ich doch gleich mal mit rein hier. Jo, es soll, ist ein Fendt 800 S4 Version 1.1. Hat keine Fehler, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Wir haben gerade schon angeguckt, das passt soweit. Modgröße waren wir bei grob 17 Megabyte. Ja, was ist möglich? So sieht er aus momentan. So, wenn er dann hier so, ne, sieht sehr schön aus, finde ich. Hier noch ein Feuerlöscher dran, hier noch mal einen dran, also zwei Stück auf gut Deutsch gesagt. Ob das nicht so richtig ist, obwohl der liegt ja hier mit der Halterung drinne. Von dem her würde ich sagen, das passt soweit. Sehr schön. So, genau, so bekommt er ihn. 280 PS, 60, 600 Liter Sprit, 58 km/h. Wie gesagt, 800 S4 Vario. Felgenfarbe könnt ihr hier machen, wie ihr wollt. Auch in Blau könnt ihr den haben. Ihr könnt es in Rot haben, wie Standard. In Braun, das ist euch dann selber überlassen. Ich würde sagen, wir nehmen heute mal wieder ein anderes Modell, so Schwarz. Und die Hauptfarbe kann man auch ändern, wie man möchte. Man kann auch mal sich einen gelben Fendt rauslassen. Oder wie wäre es mit einem blauen Fendt. Oder mit einem orangenen Fendt. Und da ein bisschen, ja, Farbe reinzukriegen. Ups, wollte ich nicht die Hauptfarbe. Sowas in dieser Farbe hier. Wie ihr das wollt, ist euch selber überlassen. Ich würde sagen, wir nehmen heute mal ein bisschen Blau, ne? So, Designfarbe gibt es dann auch noch, da könnt ihr dann wählen. Das habe ich allerdings noch nicht gesehen, wo das denn machbar ist. Dieses Design, oder bin ich blind oder? Ne, sei es gerade durch Zufall nicht. Ihr habt es mit Sicherheit schon gesehen, ich habe es nicht gesehen. So, Trelleborg ist möglich. Michelin ist möglich, Mitas, Nokian, Trelleborg. Trelleborg mit Standard. Radgewichte plus Breitreifen, dann haben wir Standard. So, Trelleborg, Michelin, Breitreifen mit Gewichte, Standard. Mitas, Standard, Breitreifen, Standard. Und die Breitreifen, gut ist, denn Nokian gibt es bloß in Kommunal. Dann lassen wir das so. Design wäre bei Standard. Dann kann man das, den Grill davon in Grün, grün Silber. Und Standard. Die Frage ist jetzt, machen wir so, ich habe keine Ahnung, wir lassen ihn mal in Schwarz. Design 2. Hier kann man noch ein paar Farben drauf machen. Ein Zeichen, was auch immer. Lassen wir mal drauf. So. Dann haben wir hier weiter Motorausführung. 280 PS, 246 PS, 265 PS, 287 PS. Und das war's auch schon wieder. So. Mehr geht aber hier nicht. Also gucken wir mal rein. So. So sieht er aus. Heute mal ein bisschen in Blau. Sieht doch auch nicht schlecht aus. Hier, 822 Vario. Passt. Schön. Dann haben wir von ein bisschen reingucken. Ja. Schön, schön, schön. So. Hinten noch da. So sieht er. Hier Stromanschluss in der Mitte. Schön. Hüpfen mal rein. So. Sieht es momentan so aus. Hupe. Oh ja. Oh ja. So, das passt auch. Simple IC ist dann wohl nicht verbaut. Es wird zumindest nichts angezeigt. Der Mod hätte ich wie gesagt drin, aber geht jetzt hier nicht. Allerdings, linke Maustaste drücke. Linke Maustaste drücke, links, rechts fahren. Geht da hinten das Ding auf. Schön. Dann haben wir, wenn man die linke Maustaste noch gedrückt hält, hoch und runter, geht die vordere Tür auf. Links. Und dann drückt man die rechte Maustaste links und rechts. Dann können wir noch, was war das? Das Dach. Genau. Also, rechte Maustaste drücken natürlich. Und dann links nach rechts fahren, kann man die Tür, kann man das Dachfenster, Dachluke auf und zu machen. Genau, das ist ja möglich. So, Motor.
schade, ist der Standard-Sound. Die Lampen oben funktionieren auch. Okay. Das funktioniert hier auch einwandfrei. Gut, super. Gut. Dann machen wir das Vordergesicht noch kurz hin. Füße funktionieren, Joystick funktioniert. So. Das funktioniert also auch. Kein Problem. Frontlader hat er, glaube ich, keinen. Nee, hat er nicht. Machen wir das Licht mal oben wieder aus. Das funktioniert auch. Eingestöpselt ist auch alles. Klappt. Super. So, fahren wir mal ein bisschen in die Pampa. 58 Ränder. Na, ja, ein Schild mitnehmen können wir immer. Die Hube ist gut. Es fällt was noch ein anderes Sound noch, dann wäre es cool. So, hier geht's weiter. Gehen wir kurz auf die Bremse. So. Machen wir kurz aus. Dann starten wir kurz mal die Nachtansicht hier. Gucken wir mal, wie am Dunkel aussieht. So sieht er aus. Einmal Licht. Zweimal Licht. Dreimal Licht. So, wieder aus. Blinker. Hier. Ziemlich hell hinten sogar. Die andere Seite tut auch hier Blinker und dann noch ein Warnblinker. Auch funktionell, passt auch. Sehr schön. So, dann haben wir hier. Moment. Licht geht hier nichts an Birnen. Ne, geht nichts an. Motor starten und plötzlich ist hier schön taghell. Sieht man das auch von außen? Man sieht es auch von außen, dass es hell ist. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, so sieht es aus, wenn kein Licht an ist. Dann geht oben noch eine Lampe an. Hier wird auch der Joystick noch beleuchtet, hier waren die Lichter beleuchtet beim Licht anmachen. Auch kein Problem. So. Gut, auch sehr schön. Dann fahren wir zurück zum Hof. Oh, halt. Das war falsch. Upsa. So. Jo, was soll ich sagen? Schöner Schlepper, ne? Aber wieder mit den schönen Farben, mal auch in Blau oder so, mal einfach mal eine andere Farbe wie Grün. Was gibt es sonst noch zu sagen? Wie gesagt, lockfehlerfrei. 17 MB groß. Ja, läuft. Messen noch einen anderen Sound vielleicht und alles in Ordnung. Wenn er schon eine andere Hube hat. So. Nur mal so zum Angucken, das ist er. Wer ihn haben will, Link wieder in der Beschreibung. Und wisst ja, wenn es euch gefallen hat, ein Abo oder ein Like schadet nie. Somit kann ich weitermachen und geht's wieder weiter aufwärts. Bis denne und ciao.